Was geht ab, meine Freunde? Welcome back, schon wieder aus der Küche und ich weiß, ihr feiert unsere Rezepte. Und vor allem viele von euch haben die letzten Rezepte von diesem jungen Mann gefeiert. Ich muss schon wieder sagen, Boris IQ Kitchen, Digga. Von IQ's Boris, Boris Kitchen, warum verflucht Boris Kitchen? Body Kitchen? Weil er so einen geilen Body hat. IQ's Kitchen kam jetzt nämlich wieder zu Besuch und letzten Full Day of Weekend gab es ein ganz besonderes Rezept, was für mich eigentlich eine relativ neu war. Du bist genauso gespannt, wie es mir schmeckt. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ein Oatmeal. Wir machen dieses Mal ein einzelnes Rezeptvideo zu einem, wie nennen wir das? White Chocolate Peanut Butter Oatmeal. High Protein haben wir vergessen. Es ist fucking High Protein, Low Fat im Verhältnis. Bedeutet, ihr habt zwei Portionen in einem Pot. Ihr könnt das quasi direkt morgens machen. Habt für zwei Frühstücke oder für sowohl morgens als abends eine richtig, richtig geile High Protein Mahlzeit. Kohlenhydrate, geile Fette und es schmeckt mega, mega, mega pervers. Ich weiß es jetzt schon, denn das ist quasi das Oatmeal 2.0. Checkt den Link in den Kommentaren von dem jungen Mann, von Carmen hier auf jeden Fall ab. Von dem Rezept, als seht ihr es nochmal 1:1, beziehungsweise auch das Full Day of Vegan, da findet ihr noch viel mehr Rezepte und wir starten jetzt direkt in die Action und schauen mal zu, was er uns auf den Teller zaubert. So, bevor wir loslegen, will ich euch natürlich erstmal erklären, was wir alles reinmachen werden. Ich verspreche euch, das Rausholen und Vorbereiten der Zutaten dauert länger als das Rezept selbst, deswegen auf jeden Fall nachmachen. Also, was machen wir rein? Auf jeden Fall Haferflocken, das ist so die Basiszutat und das sind zarte Haferflocken, könnte theoretisch auch Instant Oats nehmen. Dann werden wir hier ganz normales Whey Protein verwenden, hier im Geschmack Chocolate Caramel. Dann habe ich hier noch Erdnussmehl, habe ganz bewusst Erdnussmehl genommen, weil wir wollen es ja Low Fat halten, deswegen habe ich sogar eine Peanut Butter Cream hier draus gemacht. Schokotropfen, zartbitter Schokotropfen, auf jeden Fall auch wichtig. Eiklar werden wir verwenden anstelle von ganzen Eiern, um auch hier die Fette zu sparen. Wer da keine Rücksicht drauf nehmen will, kann natürlich auch ganze Eier verwenden. Und das hier, Freunde, das ist was richtig Geiles. Das ist eine White Chocolate Peanut Butter Cream, zubereitet aus Flav Drops und hier mit dem Erdnussmehl, also auch was richtig Geiles. Und dann natürlich Backpulver und das war es eigentlich schon. Also die Zubereitung ist richtig easy. Wir werden zuerst die Haferflocken mit dem Whey, dem Erdnussmehl und den zartbitter Schokotropfen vermischen. Anschließend noch Backpulver rein. Dann kommen die Flüssigzutaten, in dem Falle also das Eiklar und noch ein Schuss Wasser, bis es eine schöne cremige Konsistenz hat. Und dann noch ein paar Schokotropfen obendrauf als Topping. Und das war's. Die White Chocolate Peanut Butter Cream, die kommt dann erst drauf, wenn wir das aus dem Ofen rausgeschoben haben. Ja, also. Ja. Und diesmal nicht vegan. No vegan. High Whey, High Protein, Low Fat. Gönn dir? Oh, Digga, das Peanut Butter ist so fucking pervers. White Chocolate Peanut Butter, kleiner Tipp, also ganz easy. Alter, und diese. Digga, gönnt euch das mal. Das sind Schokoladenstückchen innen drin. Und ich meine auch zu ihm, diese Kakao-Peanut schmeckt. Ich schwöre, ich meinte so, ich will nichts in unseren Videos haben, was ich selber nicht essen würde. Real Talk, ja. Real Talk. Kann man essen, oder? Noch geiler ist das hier gerne. Makros. Blende ich dir auf jeden Fall hier ein. Und findet ihr natürlich in den Link. In der Beschreibung natürlich auch das Full Day of Weekend, wo ihr jegliche Rezepte findet. Natürlich auch hier Hashtag Werbung an der Stelle an Kami, dass er wieder am Start ist. Das zweite Mal. Gerne, gerne. Checkt sein Kochbuch aus. Das ist wirklich der Real Shit, weil wir wissen, ihr feiert Food. Wir alle feiern Food. Food ist einfach so ein, ist einfach Leidenschaft. Jeder Mensch verbindet damit Liebe. Geiles Steak oder das Selfmade-Rezept. Und wir wollen es simpel, einfach. Produktiv für den Sport und das ist es definitiv. Zieht euch das rein. Ihr habt hier so eine Auflaufschüssel, die kennt man immer mit
Die Aulaschnitte kennt man ja von Ikea. Zwei Portionen, ja, darfst du auch ausnahmsweise mal. halbe Portion, wie viele Kalorien waren es insgesamt? Also eine Hälfte hat 650 Kalorien. 650 Kalorien, das heißt, ihr habt hier 1300 Kalorien heavy durch zwei. Ihr habt am Tag richtig Proteins, fast full. Für fast jeden, außer ihr seid 120 Kilogramm Hardcore-Bodybuilder für Lean Lifestyle. Also von daher sexy. In die Kommentare, Hashtag Sexiness. Sexiness, wenn ihr noch mehr von so einem geilen Scheiß sehen wollt. Und dann folgt schon bald mehr Sex. Hier, aber dann bezahlt er meine Bahncard, dass ich immer herfahren kann, ist das klar? Ja, das bezahlt, Digga.